Willkommen in der Modul- und Packfertigung von S-Volt. Was genau in unserer Fabrik passiert? Kurz gesagt, hier werden aus Batteriezellen sogenannte Batteriepacks, die anschließend in Elektrofahrzeugen verbaut werden. Lasst uns das einmal im Detail anschauen. Kommt mit! In unserer Modul- und Packfabrik wird im wahrsten Sinne unter Spannung gearbeitet. Daher ist es wichtig, den Schutz der Angestellten durch geeignete Schutzkleidung zu gewährleisten. Wie entstehen aus einzelnen Zellen Batteriepacks? Hierbei gibt es zwei verschiedene Herstellungsverfahren. Variante 1 besteht aus zwei Schritten. Bei diesem Verfahren werden zunächst Batteriezellen in Modulen und danach in größeren Packs zusammengefasst. Erst das fertige Batteriepack findet anschließend Platz im Elektroauto. Bei Variante 2, dem sogenannten Cell-to-Pack-Verfahren, werden Batteriezellen direkt zu größeren Batteriepacks zusammengefasst. Das spart nicht nur Zeit und Gewicht, sondern auch Platz. Batteriepacks, die auf diese Weise hergestellt werden, haben eine höhere Energiedichte und fassen mehr Batteriezellen bei gleichem Bauraum in einem Elektrofahrzeug. Der Trend bei Elektrofahrzeugen geht aktuell Richtung Cell-to-Pack-Verfahren. Da Batteriemodule aber weiterhin eine Rolle spielen, stellen wir nun die modulbasierten Batteriepacks vor. Wie wird ein Modul hergestellt? Bei der Herstellung eines Moduls werden einzelne Batteriezellen zusammengefasst und danach seriell oder parallel verschaltet. Sehen wir uns die einzelnen Fertigungsschritte eines Moduls genauer an. Vorher ist es jedoch wichtig zu wissen, dass sich fertige Module in Größe, Form und Gewicht erheblich voneinander unterscheiden können. Das liegt beispielsweise am eingesetzten Modulgehäuse, der Form, der verbauten Elektronik oder aber den darin enthaltenen Batteriezellen. Die verschiedenen Batteriemodule enthalten entweder Rundzellen, Pouchzellen oder prismatische Zellen. Da letztere am häufigsten verwendet werden, betrachten wir den Prozess der Modulherstellung am Beispiel der prismatischen Zelle. Und das funktioniert so. Wir beginnen mit dem Cell Handling. Nach Wareneingang wird die Qualität der Batteriezellen durch Messen der Leerlaufspannung OCV und des Innenwiderstands DCR sichergestellt. Anschließend werden ihre Oberflächen gereinigt und aktiviert. Danach wird ein Klebstoff aufgetragen und die Zellen gestapelt. Der Zellstapel wird anschließend in einer Spannvorrichtung fixiert. Wie findet die elektrische Verbindung statt? Im ersten Schritt wird die Modulgeometrie mittels Dimension Check und die Isolation zwischen den Zellen mit Hochspannung geprüft. Anschließend werden Kontaktverbinder, sogenannte Busbars, installiert. Diese werden mit den Zellkontakten, den Terminals, verschweißt, die Schweißnähte anschließend gereinigt und überprüft. Fertig ist das Batteriemodul. Wie entsteht ein Batteriepack? Mehrere Module und weitere elektrische, mechanische und thermische Komponenten werden zu einem Batteriepack bzw. Batteriesystem zusammengefügt. Das geschieht in vier Schritten. Dazu werden zunächst Kühlplatten im Boden eines Gehäuses montiert und anschließend thermisch leitfähiger Kleber aufgetragen. Das dient der Fixierung und der thermischen Verbindung der Module. Jetzt können die Batteriemodule eingesetzt und ihre Position sowie die Montage kontrolliert und fixiert werden. Anschließend werden die HV-Verbinder an die Module montiert. Ebenso wird das Batteriesteuergerät, das die Steuerungssoftware beinhaltet, montiert und mittels eines Kabelstrangs an die Zellelektronik angeschlossen. Anschließend wird das Batteriegehäuse durch das Gehäuseoberteil verschlossen. Als nächstes erfolgt die Dichtigkeitsprüfung des Gehäuses und des Kühlsystems mit geeignetem Prüfgas und Lecksuchgeräten. Jetzt wird das Batteriepack an einen End-of-Line-Prüfstand angeschlossen, um das Batteriesteuergerät, BMS, durch ein Systemanalyseprogramm mit der neuesten Software zu versorgen. Dies wird auch Flashen genannt. Dabei wird die Batterie verschiedenen Sicherheitstests unterzogen, wie beispielsweise einem Spannungstest. Übrigens werden während des gesamten Montageprozesses Daten zur Qualitätssicherung erfasst und gespeichert.
Alles erfolgt unter Einhaltung höchster technischer Sauberkeit und unter Beachtung aller Anforderungen, um ein hochwertiges und sicheres Batteriesystem zu gewährleisten, das nach vielen Jahren nachhaltig recycelt werden kann. Nachdem der Auslieferungsladezustand SOC hergestellt wurde, wird das Batteriepack für den Transport zum Fahrzeughersteller verpackt. Asphalt. Driven by innovation.